Die Zöllner Andreas E. und Peter H. sind Schmugglern auf der Spur. Ihr Einsatzgebiet ist die A8 bei Rosenheim in Bayern. Kollegen lotsen verdächtige Fahrzeuge heute direkt zu Andreas und Peter in eine Kontrollhalle an der Autobahn. Kundschaft gibt's auf der Balkanroute mehr als genug. Interessante Fahrzeuge für uns sind alle Fahrzeuge aus dem südosteuropäischen Raum natürlich, also sei es jetzt Bulgarien, Rumänien, egal ob Sprinter, PKWs, LKWs oder Busse. Und natürlich aus den ehemaligen jugoslawischen Republiken, Serbien, Bosnien, dann auch Kosovo, Albanien. Also wir haben eigentlich da auf dieser Reiseroute alles, was man sich so vorstellen kann. Gleich zu Beginn haben die Kollegen für Andreas und Peter ein besonderes Fahrzeug im Schlepptau. Einen Linienbus aus Mazedonien. 10 Passagiere. Gut, Genehmigung brauchen wir dann. Passport, Genehmigung. Der Linienbus kommt aus einem Nicht-EU-Land und ist die Westbalkanroute abgefahren. Hier kann sich eine Kontrolle lohnen. So, Moment. Auf. Der Verdacht, die Reisenden könnten Schmuggelware nach Deutschland transportieren. Also Linienbusse sind für uns grundsätzlich interessant, nicht nur aus Mazedonien, sondern es gibt da Linienbusse aus Wien oder aus Salzburg und so. Es ist einfach so, dass da heute eine große Anzahl an Passagiere drin ist mit Gepäck und so. Und deswegen immer die Möglichkeit besteht, dass die Leute irgendwas dabei haben, was verboten ist oder auch eine größere Menge an Zigaretten. Die Zöllner nehmen den Bus genau unter die Lupe. Peter interessiert sich für die Koffer, Kartons und Taschen. Eine Mammutaufgabe, doch der Beamte weiß sich zu helfen. Also das Gepäck, so diese Lebensmittelkartons, die werden wir röntgen und schauen, was drin ist. Dann haben wir 4 große Kartons mit Äpfel und die röntgen wir. Die Reisenden aus Mazedonien bringen wenig Verständnis für die intensive Durchsuchung auf. Sie haben angeblich schon über 20 Stunden Fahrt hinter sich. So, jetzt sind wir noch mal fertig rauchen, weil sonst können wir nicht die Kontrolle beginnen, wenn sie da herausstehen und wir drin. Während Andreas das Handgepäck durchsucht, macht sich Kollege Peter an die großen Kartons. Das Röntgengerät erspart ihm langes Wühlen und bringt Schmuggelware wie Drogen, Waffen oder Zigaretten ans Licht. Ja, also Waffen würde man ganz kurz sehen, weil das ja zum großen Teil aus Metall ist. Wird sie dann da so wie das so bläulich abzeichnen. Alles, was organisch ist, ist braun. Also Lebensmittel, Zigaretten waren natürlich auch braun, aber die haben so eine starke Struktur. Also von der Dichte sind sie zwar nicht gut zu erkennen, aber von der Struktur her sind sie dann gut zu erkennen. Zum Vorschein kommen jede Menge Gläser mit Eingelegtem. Doch ein Gegenstand macht den Zöllner stutzig. Da haben sie so eine Struktur. Müssen wir mal schauen. Sieht nach einer Stange Zigaretten aus. Jetzt hilft nur die gute alte Handkontrolle. Waffeln haben auch so eine ganz extreme Struktur drin, also wie Zigaretten. Okay. Weil das halt auch so ganz scharfe Kanten hat, wie Zigaretten schafft. Die Pakete scheinen tatsächlich nichts herzugeben. Das Handgepäck der Reisenden ist deutlich interessanter. Haben wir sonst noch Zigaretten dabei? Nein. Beim Thema Zigaretten geben sich die Leute lammfromm. Doch Peter hat einen konkreten Verdacht. Die Stange im Marlboro, was kostet die? Ich habe keine Ahnung, ich brauche nur, was ich geschenkt habe. Das gehört gar nicht in die Zigaretten. Die Zigarette ist, die Frau hat von dort schicken zu die Nachbarin, wo früh waren, zusammenarbeiten. Es ist ja so, im Bus, in den ersten Sitzreihen, haben die Reisenden alle eine Stange Marlboro im Handgepäck und wissen aber nicht, was die Zigaretten kosten. Die werden also von jemandem, mutmaßlich mal dem Busfahrer, an die Reisenden verteilt, dann jeder eine Stange Zigaretten dabei. Und es sind natürlich die Freimenge eine Stange Zigaretten, müssen keine Abgaben dafür bezahlen. Und so bringt er halt dann seine Zigaretten ins Land. Die Frau weiß genau, was sie darf und was nicht. Eine, die kann schon mehr. Soll sich Strafe zahlen, ich bin ja Raucher. Die Zöllner kennen diese Masche. Es wird oft als
wird oft benutzt, dass die Busfahrer halt eine größere Menge mitnehmen und geben dann den Reisenden jeder eine Stange. Aber es ist natürlich schwierig, das nachzuweisen. Wenn der Reisende sagt, okay, das sind meine Zigaretten, dann kann man schlecht sagen, nein, das sind die vom Busfahrer. Auch wenn es dieselbe Marke ist und alles komisch ist, wenn jeder nur eine Stange dabei hat und so. Aber es ist halt so. Also manchmal verliert man, manchmal gewinnt man. In diesem Fall sind die Beamten machtlos. Sie müssen den Bus ziehen lassen. Okay, dann Biere und Pässe für Passagiere. Dankeschön. Ja? Okay. 10 Minuten später fährt das nächste Auto in die Kontrollhalle. Die Kollegen haben einen albanischen Pkw mitgebracht. Zollkontrolle. Papier. Ja, Passport, Autopapier. Bitte. Der Mann ist angeblich schon seit über 18 Stunden unterwegs. Sein Auto gleicht einem Kühlschrank auf 4 Rädern. Überall Lebensmittel. Er lebt und arbeitet in Frankreich offensichtlich und fährt nicht so oft nach Hause, 3-4 Mal im Jahr vielleicht. Und wenn er dann zu Hause ist, nimmt er sich da seine liebsten Schmankerl mit nach zu seinem Arbeitsort. Das Problem ist nur, die Schmankerl verbreiten einen bestialischen Gestank. Also grundsätzlich Verbote bei Fleisch und Käse gibt es, speziell aus Drittländern. Es ist aber so, dass wenn die Personen mit dem Auto zum Beispiel unterwegs sind und dann über ein anderes EU-Land einreisen, dann wird oder müssen wir davon ausgehen, dass das erste EU-Land, wo die Einreise erfolgt ist, also in dem Fall Kroatien oder so, die Einfuhrfähigkeit der Lebensmittel, Fleisch, Käse und so geprüft hat. Die Zöllner fahnden zwischen den Lebensmitteln nach illegalen Waren. Was ist da drin? Moschee. Doch wohin der Zöllner auch greift. Nur Essen. Fleisch, Käse. Fleisch. Und das verbreitet einen unerträglichen Gestank. Das ist nämlich schon aufgetaut. Ja. Normal, ne? Voraussichtlich ungenießbar, aber nicht verboten. Die Beamten haben dem Mann nichts vorzuwerfen. Er darf seine Fahrt nach Frankreich fortsetzen.